Jetzt erkläre ich Ihnen die Vor- und Nachteile einer Enfiolo- bzw. Nuvinci-Schaltung, einer Nabenschaltung einer stufenlosen, von der haben Sie bestimmt schon gehört. Angefangen hat das Ganze so im Jahr 2007, 2008 rum. Damals habe ich ja schon die ersten E-Bikes bauen lassen und verkauft. Und damals kam auch Nuvinci in den Markt. Ich habe das erlebt damals. Bin die ersten Fahrräderprobe gefahren, damals waren sie noch nicht eingebauten E-Bikes. Da lief die Nabe deutlich zu schwer. Da habe ich gesagt, das ist nichts, da brauchen wir mal irgendwann E-Bikes dafür. Dann kamen die ersten. Und mit Einzug der Bosch-Motoren, der 36 Volt Bosch-Motoren, das war damals das Klassikmodell, waren dann auf einmal die Kräfte, die dann aus dem Motor kamen, so stark, dass herkömmliche Nabenschaltungen, zum Beispiel die von Shimano oder von SRAM gab es damals noch, ehemals Sachs, dass diese Naben diese Kraft nicht mehr ausgehalten haben, die von dem Motor kam. Naja, das waren damals auch schon so 55, 60 Newtonmeter. Also, das sind diese Naben, diese normale 7-Gang, 8-Gang-Nabe sind da reiheweise kaputt gegangen. Und so musste man die Motoren drosseln. Und man hat händeringend versucht, Schaltungen zu finden und einzusetzen, die diese Kraft aushalten. Vor allen Dingen Nabenschaltungen. Nabenschaltungen haben ja den Vorteil, gehe ich über eine Kettenschaltung, ich kann entweder einen Zahnriemen verwenden oder eine dicke Kette, die sehr wartungs- und verschleißarm ist. Und das Ganze ist gekapselt, gegen Schmutz, gegen Feuchtigkeit und so weiter. Und ist vom Wartungs- und Pflegeaufwand deutlich geringer wie eine Kettenschaltung. Ja, und dann erschien plötzlich Nuvinci auf dem Markt. Der Name finde ich genial. Der ist abgeleitet von Da Vinci. Es ist ein amerikanisches Unternehmen, das das für Fahrräder eingeführt hat. Dieses stufenlose Planetengetriebe, von dem wir reden, wird ja vielfach in der Industrie eingesetzt. Aber die Idee kam dann, das auch im Fahrrad einzubauen. Und das hat eben einen Vorteil, nämlich viele Vorteile hat es. Dieses Stufenlose, es ist also nicht ein Getriebe, wo man tat so durchschaltet, sondern Sie können hier mit einem Drehgriff, können Sie dann hier die Übersetzung verändern. Also Sie schalten nicht von Gang zu Gang, sondern es geht stufenlos. Man spricht auch von intuitiv, also Sie machen das nach Gefühl. Sie brauchen also keine Ganganzeige mit 1, 2, 3, 4, sondern Sie spüren einfach, holla, jetzt fahre ich in der Trittfrequenz sind mit der Umdrehung und mit der Kraft, wo es mir angenehm ist. Nennt sich intuitiv. Zur Hilfe, zur Schalthilfe hat man hier dann noch so ein Mändel, wo auf so eine Biechung da hoch und runter fährt. Also je nachdem, Sie wissen dann mit der Zeit, aha, in die Richtung muss ich drehen, dann wird es leichter und in die Richtung wird es schwerer. Und weil man sich da weltweit ja nicht einigen kann unter den Schaltungsherstellern, die eine schaltet nach vorne, da wird sie leichter und die andere wird schwerer und umgekehrt. Ist so. Also die Hilfe eben für die Ganganzeige, das Mändel fährt hoch oder runter. Ja, noch zur Geschichte von Nuvinci. Die wusste natürlich auch nicht so richtig, wohin die Reise ging, die Nuvinci. Ich habe sie als einer der ersten in Deutschland eingesetzt in meine E-Bikes. Diese Schaltungen mit viel Erfolg, weil die war auf einmal einfach von der Bedienung her, vor allen Dingen Frauen lieben das, ne, mit dem Mändler, wo sich da bewegt, und es ist logisch, ich weiß das ja aus meiner Erfahrung, Frauen und Kettenschaltung, vor allen Dingen so 21, 24, 27 Gänge, es gibt ja welche, die können das, gell? Aber viele wurden von ihren Männern gezwungen, dass sie auch so eine Schaltung fahren. Also man wollte, die Männer wollten ja mit ihren Frauen dann spazieren fahren in die Berge und so, also brauchte die Frau auch eine Kettenschaltung. Das Ergebnis war, die habe nie kapiert, wie es funktioniert, habe an die geschaltet. Wenn sie geschaltet haben, dann eventuell vielleicht hinter, aber nicht vorne da so, die drei Zahnräder. Ja, also nur das zu dem Thema, muss man ja mal erwähnen. Also kurz, das ist sehr bedienungsfreundlich und im Gegensatz zu einer Kettenschaltung auch im Stand schaltbar. Also nicht vom leichtesten bis zum schwersten, aber so 60-70% von dem Schaltweg können Sie hier im Stand machen. Sie sehen ja auch, wie ich daneben hier so bewege. Übrigens daneben hin sehen Sie dieses Teil, wo dann in der Nabe
dann den Schaltvorgang ausführt. Also doch, das geht mindestens 80%, ha? Je nachdem, in welcher Position, dass es gerade so steht, in der Trendin habe. Ja, dann ging die Geschichte weiter mit Novinci. Irgendwie hat die Firma, Fallbrox heißen die, haben sich dann irgendwie verfahren. Die Abteilung Nabenschaltungen für E-Bikes, die wurde dann verkauft. Und heißt jetzt mittlerweile Enfiolo. Schade der Name. Sagt mir nicht viel, der Da Vinci, ja, freilich. Ne? Also Enfiolo ist im Grunde genommen die Nachfolgefirma oder der Name, der das ist, dann abgelöst hat. Irgendwo taucht immer noch Novinci auf übrigens. Da steht's da. Es wurde dann diese Narbe im Laufe der Zeit immer mehr verbessert. Also die Kräfte, die hier wirken mit immer stärkeren Motoren, musste auch die Narbe angepasst werden. Die Lager wurden angepasst, innen drin wurde einiges verändert. Irgendwann waren sie mal undicht, so im Jahr 2016, 17 haben sie mal Probleme gehabt, auch behoben wurde. Die Klinken hinten drin, da die Übertragungs-, die Träger, die waren zu schwach, die hat man verstärkt. Und mittlerweile sind diese Narben so gut, so ausgezeichnet worden, dass wir verkaufen wirklich hunderte von E-Bikes mit diesen Nabenschaltungen von Novinci, Enviolo. Und keine Probleme, nichts. Die Leute fahren einfach. Das ist eine Freude, weil mir geht es, ich sage es immer wieder, um Nachhaltigkeit. Nachhaltig ist, wenn es Zeug hält. Gebraucher statt Verbraucher, das wissen Sie ja. Ein Spruch, der Verbraucher verbraucht alles, der Gebraucher gebraucht es richtig so, dass es hält. Weil wir nicht immer ständig das Ding neu machen müssen und wegschmeißen müssen. Heute sagt man ja, entsorgen. So. Das heißt, die Schaltung hat den Vorteil, wartungsfrei, Verschleiß, so verschleißarm, dass das weit 20, 30, 40.000 Kilometer hält. Das Ganze kann über einen Zahnriemen oder über eine Kette, kann diese Schaltung dann daneben hier angefahren werden. Da sage ich gleich noch was dazu. Der Nachteil, es gibt auch natürlich auch Nachteile. Eine Nabenschaltung ist immer schwerer wie eine Kettenschaltung. Kettenschaltung sind ein paar Blechstandsteile. Daneben drin, das ist ein schweres Planetengetriebe. Das ist bestimmt 2-3 Kilo schwerer gegenüber einer Kettenschaltung. Und es hat auch einen gewissen Reibungswiderstand innen drin. Also das heißt, wenn Sie zum Beispiel mit einer Rotte von sportlichen E-Bikerinnen unterwegs sind, und die fahren mit Kettenschaltungen ganz schnell der Berg hoch und drehen, dann werden sie mit einer Novinci-Schaltung denen am Berg nicht hinterherkommen. Das ist einfach so. Wenn sie für sich allein fahren oder mit ihrem Partner, Partnerin, dann ist das eine andere Geschichte. Dann gleiten sie durch die Landschaft und erfreuen sich darüber. Ihnen kommt es nicht darauf an, am schnellsten da oben zu sein am Berg, sondern sie freuen sich, wenn sie so leicht den Berg hochfahren. Also, das ist wichtig zu wissen. Ne? Wenn sie Kraft viel brauche, wenn sie sportlich angetrieben werde, dann gibt es entweder die Kettenschaltung oder die Roloff, die zeige ich dann noch gleich im Anschluss. Aber die Novinci-Schaltung ist es nicht. Die ist was für Leute, die täglich damit fahren, die auch Touren machen, aber denen es nicht auf die Sportlichkeit mehr ankommt, sondern auf den Komfort, Wartung und Zuverlässigkeit. So, jetzt ganz kurz noch zur Pflege von dem Zahnriemen und von einer Kette. Nachdem die Ketten, die heute verwendet werden, immer stärker wurden, also die Hersteller haben darauf reagiert, dass die Kette enorm schnell Verschlüsse sind bei den hohen Zugkräften von starken Motoren und habe verstärkt die Kette, so halte bei uns zum Beispiel am Tauberrad, wo wir noch sowas einsetzen, E-Bike mit Kette und Nabenschaltung, hält so eine Kette ca. 15.000, 16.000 Kilometer bei guter Pflege. Ein Zahnriemen, sagt man, hält etwa 20.000 Kilometer. Es ist so, die Zahnriemen, die müssen auch immer noch gespannt werden, so wie eine Kette. Da gibt es hier so eine Spannvorrichtung. Die öffnet man so wie früher, vielleicht kennen Sie das noch. Ja. Dann hat man da Werkzeug, zack, zack. Und übrigens, wir geben unseren Kunden immer Werkzeug mit, dass sie sowas selber machen können. Hilfe zur Selbsthilfe. Sodass sie dann so eine Spannung einstellen können. Das können Sie machen,
wenn sie einmal gesehen haben, wie die Spannung sein soll, und es hängt nach einer gewissen Zeit etwas durch, dann gehen sie einfach her, löse das hier, da, links und rechts, ziehe das eins, zwei, so, halbe Umdrehung, eine Umdrehung noch, bis sie dann wieder diese Spannung haben, und dann ziehen sie das wieder fest. Man kann auch ein Flächemittel auf diesen Zahnriemen draufgeben, haben wir bei uns auch. Da sprüht man dann so alle 1000, 2000 Kilometer mal ein bisschen was drauf. Ansonsten völlig unempfindlichen Zahnriemen, gegen Staub, gegen Sand, gegen Feuchtigkeit. Ich habe mal eine schöne Tour gemacht im Pfälzerwald. Und da waren wir mit verschiedenen E-Bikes unterwegs, mit Kette und mit Zahnriemen. Und dann haben wir so eine Pause gemacht. Ich habe mir mal die Räder angeguckt. Und dann ist mir Folgendes aufgefallen. Die Zahnriemen waren alle sauber, blitzblank. Und bei der Kette, da waren zum Teil falsche Schmiermittel drauf. Da war ganz lauter Sand auf der Kette. Das ist nicht gut, weil diese Sandkörner, die kommen zwischen die Glieder rein und Zahnräder und verletzen dann praktisch die Kette selbst und dann verschleißt sie schneller. Also ich wollte den Vorteil nochmal einfach sagen, der Zahnriemen kostet deutlich mehr, ist aber sehr wartungsarm und verschleißarm. Trotzdem werden Ketten eingesetzt, ist ein wenig günstiger, laufe leicht, halte mittlerweile sehr lange, also durchaus ist es eine gute Alternative. Muss nicht ein Zahnriemen sein, wenn man es will, ist schön. Ansonsten muss man die Kette, die muss man etwas häufiger spannen, ja, und ein bisschen mehr schmieren. Jetzt möchte sie natürlich noch wissen, welche Entfaltung die Enviolo Novinci Nabenschaltung hat. Ja, und das erkläre ich Ihnen jetzt. Also Entfaltung, wissen Sie, der Unterschied zwischen dem leichtesten Gang und dem schwersten Gang. Ich will es Ihnen noch einmal verbildlichen. Wenn Sie eine Pedalumdrehung machen, also eine Pedalumdrehung, nach vorne natürlich, und mache dann, lege da dabei eine Strecke zurück im leichtesten Gang, dann sind es vielleicht 2,50 Meter und im schwersten Gang sind es 8 Meter irgendwas. Und die Differenz zwischen dem schwersten Gang und dem leichten Gang in Prozent ausgedrückt, also die Entfernung, das nennt sich Entfaltung. Und bei einer Enviolo Novinci Nabenschaltung beträgt diese Entfaltung 380%. Das ist viel, das ist richtig viel. Also Kettenschaltungen haben oftmals so viel nicht gebracht an E-Bike. Erst durch diese große Ritzel, die jetzt eingesetzt werden, sind sie bei 450 und gar 500. Nachteil habe ich vorhin erklärt. Sagen wir mal so, es ist vollkommen ausreichend, diese Schaltung mit 380% auch für Touren, weil sie ja auch einen starken Motor haben. Also wenn sie da nicht mehr der Berg hochkommen, dann drücke sie halt daneben auf Turbo und dann marschiert es hoch, auch wenn sie nicht so leicht mitreden können. Ist für Komfortfahrer ausreichend, für jene, die dann aber mit Gepäck unterwegs sind, mit schwerem Gepäck, lange Steigungen hochfahren, auch schnell den Berg runterfahren wollen, da gibt es dann noch als Möglichkeit die Roll-Off-Schaltung, die sage ich dann eins weiter. Das war's zum Thema Enviolo, Novinci. Es gibt noch eine Automatik, möchte ich noch erwähnen, aber dazu mache ich mal einen eigenen Film, wo ausschließlich dieses Schaltsystem behandelt wird als manuelle Bedienung oder als Automatik.